Und der Bezirk Bangor hat in der Größenordnung von 3.444.000 Euro noch kofinanziert. Das heißt, wir haben also hier ein Gesamtvolumen zu verbauen von 19.350.000 Euro, davon für Schulen wieder 17.654.000 Euro. Ja, ich freue mich sehr über den Neubau, weil ich denke, dass die integrierte Sekundarschule damit sehr gut starten kann. Von Zeichen nach außen. Das ist unfassbar. Und jetzt haben wir festgestellt, dass wir wegen der wachsenden Kinderzahlen, Schülerzahlen im Bezirk auf diese Schule nicht verzichten können. Das Sporthallenprojekt hat hier eine lange Vorgeschichte. Die Eltern, der Elternverein und die Buchholzer Bürger haben sich doll engagiert für die Sporthalle und haben im vergangenen Jahr getitelt www 70 Jahre ohne Sport, ohne Turnhalle.de und hatten entsprechend auch den Internetauftritt, um sozusagen Unterstützer einzusammeln hier im Bezirk und über den Bezirk hinaus. Und haben dann natürlich auch schnell die Unterstützung des Bezirks gehabt, hatten sie sowieso. Aber wir haben dann gesagt, ganz klar, melden wir es fürs Konjunkturpaket. Ja, das passt. Ja, ja. Fertig? Ja, wunderbar. Ja, der auch klammert.